die FPÖ als klare Schuldige oder ein Punkt, der in Österreich anders läuft. Das hatten Sie auch vergangene Woche bei einem Besuch in Dubai angesprochen und für die beschämende Impfquote, wie Sie auch sagten, das hat ja auch der Bundeskanzler so genannt, die FPÖ mitverantwortlich gemacht. Lässt sich das, wenn man auch diese Demonstrationsbilder vom Wochenende gesehen hat, irgendwie wieder einfangen in der Hinsicht, dass sich da Österreich nicht auseinander dividieren lässt? Ja, ich glaube, es ist eine Frage, wenn man das Ziel im Auge behält. Es geht darum, die älteren Menschen zu schützen. Es geht darum, Leben zu schützen. Es geht nicht darum, ob ich jetzt auf eine Demonstration gehe oder nicht. Es geht auch nicht darum, dass die FPÖ sich da besonders hervortut, sondern es geht darum, dass wir Personengruppen schützen. Das tun wir nicht nur alles für einen selbst, sondern für die anderen. Und ich glaube, dieser Blick zu den anderen, die unsere Hilfe brauchen, der kann da auch wieder uns auf den Weg zurückbringen, dass jeder für sich auch entscheiden kann, kann ich diesen Schritt gehen? Die Impfung wird von allen Experten und Wissenschaftlern als das Mittel beschrieben, das uns aus dieser Pandemie rausbringt. Und übrigens ist eine Impfpflicht nichts Neues. Deutschland hat die Impfpflicht im vergangenen Jahr für die Masern eingeführt und in Österreich gab es sie auch, nämlich für die Pocken. Und da ist es ganz wichtig, dass wir auch an jene Generationen denken, die das erfolgreich verhindert haben, dass Viren sich über Generationen weiter verbreiten. Und jetzt sind halt wir mal gefragt und da sind die Jungen genauso gefragt wie die Älteren. Noch eine Detailfrage zur FPÖ. Politischer Natur, hat sich die FPÖ unter Herbert Kickl verändert zu der Zeit, als Sie gemeinsam in der Regierung waren? Also die Zeiten sind nicht vergleichbar aus meiner Sicht. Die Tatsache, wie die FPÖ jetzt auftritt in diesem Bereich der Pandemie, ist vollkommen unverantwortlich. Ich hoffe und ich fordere Sie auch dazu auf, dass Sie wirklich hier von diesem Weg abgehen. Es ist nicht zum Guten und kostet auch Arbeitsplätze in der Zukunft. Man braucht nicht davon ausgehen, dass in Europa immer alles so bleibt, wie es ist. Wir müssen diese Pandemie bewältigen. Da haben uns einige Länder was vorgemacht. Und wie gesagt, ich nehme das Beispiel Frankreich. Wenn das eine Le Pen kann, warum sollte das nicht auch hier möglich sein? Da wäre ein Einlenken und ein Schwenk auf das Thema Impfen hin doch jetzt endlich gefragt.